Ich sollte nicht die Bewegen-Taste drücken, während ich zeichne. Und noch ein Stahlsehensack. Ah, noch eine Muschel. Und eine Vergeltung. Und hier liegt sogar noch was begraben. Ein paar Bullenhörner. Yay. Gut, dann machen wir es wieder hell. Und, yep, das war schon mal richtig. Hey Orca. Da kommt etwas. Du bist ein Orca? Ja, du siehst ein bisschen aus wie ein Orca, nur ein blauer. Warum sieht dieser große Fisch so zufrieden aus? Naja, aber Terrasse sieht auch zufrieden aus. Das kommt mir nicht ganz koscher vor. Ah. Orca, Orca, du bist es. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe aufgehört, die Jahre zu zählen. Bist du gekommen, um mich wieder zum Drachenpalast zu bringen? Nein, ich nicht. Orca? Das ist der Gesandte oder was auch immer, der Drachenkonier? Drachenpalast Gesandter Orca. Endlich einer, der würdig ist, den Drachenpalast zu besuchen. Hilf rauf, ich werde dich zum Drachenpalast bringen. Hast du das gehört, Ami? Was das Schwimmen angeht, kann mir niemand das Wasser reichen. Selbst der Wasserdrache kann sich nicht mit mir messen. Du hast sie gehört. Was werden wir tun, Ami? Aber ich schätze, du hast dir bereits deine Meinung gebildet. Ja, ich muss nur raufkommen. Das ist Orca. Kein besonders kreativer Name. Und er sieht auch nicht sehr vertrauenswürdig aus. Willst du auf ihm reiten? Auf Orca reiten? Klar, immer doch. Das willst du? Nun, ich schätze, wir haben keine große Wahl. Wir können auch den Vorteil nutzen, jetzt da er hier ist. Was das Schwimmen angeht, kann mir niemand das Wasser reichen. Der Wasserdrache kann sich nicht mit mir messen. Hast du das gehört, Ami? Glaubst du ihm? Vielleicht sollten wir uns von ihm zum Drachenpalast bringen lassen. Ich befürchte, das kann ich jetzt nicht tun. Hä? Du musst die Prüfung erfüllen, die Otohime verlangt. Nur dann wirst du würdig sein, den Drachenpalast zu besuchen. Hast du das gehört, Ami? Hey, Orca, ist Otohime oder wie sie heißt, euer Boss? Was denkt sie sich nur dabei, den Drachen Amok laufen zu lassen? Hör zu, Orca, wir wollen runter zum Drachenpalast. Dann lass mal von dieser Prüfung hören, von der du erzählt hast. Der Eingang zum Drachenpalast ist ein Wirbel, aber er ist gerade versteckt, um die bösen Wesen fernzuhalten, die dieses Gebiet plagen. Du musst den Wirbel in den Weiten des Meeres finden. Das ist die Prüfung. Das ist die von Otohime geforderte Prüfung. Hast du das gehört, Ami? Ja, ich höre es die ganze Zeit, Ison. Hört sich nach einem Kinderspiel an. Ich meine, die See ist voller Orte, die geradezu darum bitten, erkundet zu werden. Wir können sie bei unserer Suche nach dem Wirbel erkunden. Nun, auf was wartest du noch? Volle Kraft voraus, Fischhupe, hä? Naja, cool. Wir können jetzt rumfahren. Mehr Tempo geben. Jetzt könnten wir zum Beispiel zur Katzeninsel reisen. Wir dürfen nur nicht direkt in den Wasserdrachen reinfahren.
Okay, ich wollte eh zuerst zur Katzeninsel. Ja, ja, ist schon gut, Großer. Von Orca runter? Nein, noch nicht. Das ist mal ein praktisches Taxi. Wo kommt denn dieses Miauen her? Hm, ich glaube, das kommt von diesem Turm. Das ist irgendwie unheimlich, aber wir sollen trotzdem dahin. Jo, sollten wir auch. Von Orca runter? Ja. Das sehe ich mal wieder richtig cool. Das lockt sogar die Katzen hier an. So, speichern wir mal. Bevor wir in den Dungeon reingehen. Turm Katzenschreier. Ja, sehr schön. Hm. Hört sich so an, als ob dieses Stirn-Miauen von oben aus dem Turm kommen würde. Hey, sieh nur diese Furchtabdrücke auf der Wand. Ist das nicht das Zeichen des Katzenfuß? Das ist eine der 13 göttlichen Pinseltechniken. Warte, vielleicht bedeutet das... Oh Gott, ja, Sensenkatzen. Ganz ehrlich, ihr beide, ich hätte Angst. Ich hätte Angst vor euch. Ah, nee, halt. Ja, vergessen sie anzupinkeln. Kabigami-Zeichen. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Erstmal im Bestiarium. Neu haben wir den Poltergeist. Eine Gruppe von 3 sicher schwingenden Wieseln. Ach, das sind Wiesel gewesen, die im Kreis angreifen. Diese Dämonen sind bekannt dafür, bei ihren Opfern Halluzinationen zu verursachen. Wenn du plötzlich ein unerklärbar brennendes oder einfrierendes Erlebnis hast, dann bist du das Opfer eines Poltergeists. Jeder von den 3 besitzt Feuer-, Eis- oder Donnertechniken. Jeder muss der Reihe nach besiegt werden. Mhm. Dir fällt vielleicht das sogenannte Kamigami-Zeichen auf während deiner Reisen. Immer bleibst du von Kagigamis Macht liegen in diesen arkanen Zeichen. Jede mit der göttlichen Macht gesegnet sind, mögen Mauern hochlaufen, die dieses Zeichen tragen. Spring einfach mit Space, wenn du in der Nähe einer solchen Wand bist. Drücke nochmal einmal Space, um mich mit der Wand zu verbinden. Solange das Zeichen da ist, kannst du an der Wand auf jede gewünschte Höhe hochklettern. Aha, und Logbuch. Wow, wir haben ein volles Logbuch. Unglaublicher Orca. Das kennen wir. Otohimes Test. Das haben wir auch schon gelesen. Turm Katzenschrei. Jo. Das heißt, wir könnten da theoretisch einfach hochlaufen. Wir könnten aber auch noch weiter Katzen füttern. Wobei das hier nur eine Katze ist. Ich hoffe mal, ich habe noch genug Fisch dabei. Wo
noch mehr Katzen zu füttern, weil hier sind viele Katzen. Ich hätte mir wirklich mal ein bisschen Fisch beim Händler kaufen sollen. Na komm. Habe ich dich schon gefüttert? Nein. Ja, da geht unser Fisch da zu Ende. Ich hoffe mal, du bist jetzt dann die letzte Katze, weil ich habe dann kein Fischfutter mehr. Also kein Katzenfutter mehr. Ja, Katzen, ansehen. Diese Futterabdrücke sind das Zeichen des göttlichen Pinseltechnik Katzenfuß. Das bedeutet, du kennst unser Motto, Ami, spring bevor du guckst. Ja, gibt es irgendwo einmal auch einen Safe Spot? Hey, was ist das denn, Ami? Was ist denn in dich gefahren, Ami? Bist du etwa versucht, auf die Spitze des Turms zu kommen? Und bist du ein enthusiastisches Fellknäuel? Hm? Nein, hier oben sind noch mehr Katzen. Ich habe kein Katzenfutter mehr. Hm. Weil die essen doch nur Fisch, oder kann ich dir auch Fleisch geben? Nee. Da wollte ich nicht hin. Nein. Diese Katzen hier sind wählerisch. Ja, ich kann hier sogar rumlaufen. Und hier ist noch eine Katze, die ich nicht füttern kann. Das heißt, ich muss doch bald mal meine Futterreserven aufstocken, sodass ich von jedem 15 habe. Hier ist eine Katze und ein Reiseglücksbringer. Hä? Das sieht verdächtig aus. Essknochen. Hm. Okay, ich bin noch lange nicht oben angekommen, ne? Die Leute immer mit
die Gläubigen immer mit ihren Türmen? Haben die nichts von Babel gelernt? Da geht's nicht hoch. Da geht's weiter hoch. Wieder ein Safe Spot. Wieder eine Truhe, aber diesmal keine Katze. Und ein Aquanset. Hier geht's weiter hoch. Da ist wieder eine Plattform. Mist. Naja, gut. Jetzt aber. Und Truhe. Eine verstreute Perle. Yo. Das heißt, wir sind vielleicht bald mal oben. Wenn jetzt schon verstreute Perlen droppen. Okay, hier ist wieder ein Safe Spot. Eine Katzenstatue. Einer der 13 Sternzeichen weckt den Eindruck von Einsamkeit. Wer auch immer mit Katzen Einsamkeit assoziiert. Endlich haben wir es hochgeschafft. Eine Meerjungfrauenmünze. Das kommt man wahrscheinlich hier dann auch nicht mehr runter, oder? Ein Räuchergefäß. Witz, Witz, Witz. Hi, Katze. Ami, sieh, da drüben ist eine Witzkatze. Ich frage mich, was sie hier oben so ganz alleine macht.
Sie wird doch nicht den ganzen Weg alleine hochgeklettert sein, oder doch? Sicher gibt es hier oben überhaupt nichts zu essen. Ja, jetzt muss ich die füttern. Ja, und ich habe keinen Fisch. Okay. Ich verstehe den Weg mit dem Zaunpfahl schon. Also zum Händler meines Vertrauens und Futter kaufen. Eine Menge von Münze. Zum Glück habe ich genug von denen. Zum Katzenschrei. Zum Katzenschrei, nördliche Hiroshima-Küste, statt sei alle Hiroshima-Küste. Nördliche Hiroshima-Küste, bitte. So, da müsste ich nämlich direkt oder fast direkt beim Händler rauskommen.